Der Norden liest. Heute Abend sind wir in Wolfsburg mit unserer Reihe Lebensabschnittsgeschichten. Gast des heutigen Abends ist Heinz Strunk. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, ich danke auch. Ihr Buch, über das wir heute Abend reden wollen, heißt Junge rettet Freund aus Teich. Das ist eine Kindheitsgeschichte. Was war für Sie in der Kindheit, ein bisschen autobiografisch ist das Buch ja durchaus, was war für Sie das schönste und was war für Sie das schlimmste Erlebnis? Naja, das Schönste kann ich gar nicht mal so, könnte ich gar nicht mal so sagen, aber auf jeden Fall würde ich meine Kinderzeit, die ich sagen wir mal so bis, mal ganz grob so bis 12 irgendwie einordnen würde, habe ich irgendwie fast nur gute Erinnerungen. Und dann leider war das ziemlich schlagartig vorbei, und zwar mit der Erkrankung meiner Mutter, das war also mit 12, und es war sehr unvorbereitet, also ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt, und dann war das also schlagartig, wurde ich sozusagen ins Erwachsenenleben irgendwie katapultiert. Über kurz oder lang wird er mich zwingen, Alkohol zu trinken oder vielleicht Einbrüche zu verüben. Pass auf, du Edel, wir übernachten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Waldhütte. Mit dem Redi was zu rauchen und zu saufen, mit sonst mal sehen, wie geil das wird. Mike kommt auch mit. Das mit der Hütte im Wald, das fand ich irgendwie am besten. Freut mich, dass man auch mal so ein Auto auch in Wolfsburg zu sehen bekommt. Hat mich sehr gefreut. Ja, weil er so viel denkt über die anderen Jungs. Ja. Jetzt so ein paar Weiber wären geil. Wozu denn? Wir haben noch unseren Sklaven. Mike nimmt mich in den Schwitzkasten und zählt bis 60. Mir wird schwarz vor Augen und ich sehe Glühwürmchen. Ey, lass ihn jetzt in Ruhe, der hat genug, Alter, du bringst ihn noch um. Halt die Schnauze und halt du meine Sklaven fest. Ey, was denn nun schon wieder? Lass ihn leben, Alter. Festhalten, hab ich gesagt, und runterdrücken. Manfred setzt sich zu Bohnen und Mike, setzt sich mit seinem Glibberarsch voll auf mein Gesicht, dann lässt er einen ziehen. So was Ekliges habe ich überhaupt noch nie gerochen, voll verwest. Der ist so besoffen, dass er echt nicht mehr weiß, wo die Grenze ist. Mit der Kraft der Verzweiflung gelingt es mir, ihn abzuwerfen. Ich stürze aus dem Zelt und übergebe mich. Drinnen schütten sich die beiden Schweine vor Lachen aus. War witzig, ja. Kurzweilig, nette Geschichten. Ja, hat Spaß gemacht. Als er 10 Jahre alt war, das fand ich witzig. Das hat mich viel an meine eigene Kindheit erinnert. In meiner Verzweiflung addiere ich alle Zahlen und teile sie durch 2. 84 und 50 und 100 und 58 sind 302. Geteilt durch 2 sind 151. 3 Minuten sind um, wer die Lösung? Es melden sich 8 Schüler. Das gibt's doch gar nicht. Gegenprobe, wer weiß es nicht? Kein Handzeichen. Also haben alle eine Lösung. Na, da bin ich mal gespannt. Hier, du, wie heißt du? Matthias. Matthias, wie viel hast du raus? 151. Der Dirks macht eine lange Pause. Dann sagt er, erklär uns doch bitte, wie du darauf gekommen bist. Wahrscheinlich gefallen mir eher die Jahre, in denen er noch 6 und noch unbekümmert ist, als die Jahre, in denen das dann wirklich abwärts geht auch. Es ist gleich neu, Matthias. Du musst mal aufstehen. Statt einer Antwort drehe ich mich so hin, dass Oma sich auf mein Bett setzen kann, um mich zu krabbeln. Sie kraut erst meinen Kopf und dann den Rücken. Ich brumme wohlig, damit sie weitermacht. Sie soll am besten niemals damit aufhören. Ich könnte den ganzen Tag im Bett liegen und mich krabbeln lassen. Mutter krabbelt besser, weil sie dünnere Finger hat. Aber sie krabbelt nicht so gern. Und wenn, dann nur kurz. Am schlechtesten krabbelt Opa. Und das auch nur einmal in der Woche, am Sonntagvormittag, wenn ich bis zum Mittagessen zu ihm ins Bett darf und er mir Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg erzählt. Er bewegt beim Krabbeln nur seinen Daumen hoch und runter, mir nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Heinz Strunk ist ein super sympathischer Typ. Hat das Gefühl vom Buch super, super gut rübergebracht. Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja, ich fand den Abend ganz toll. Was fand der Besten? Heinz Strunk. Ja, super. Super gelungen. Ich kann den Herrn halt stundenlang zuhören. Das ist die bessere Gute-Nacht-Geschichte. Ihm jetzt nochmal live noch so als Entertainer erlebt zu haben, auch mal viel wert. Also ich gehe auch mit einem guten Gefühl hier raus und schließe mich jetzt noch ein bisschen der Party hier an und feiere den Strunk. Unsere Reihe heißt Lebensabschnittsgeschichten. In welchem Lebensabschnitt befinden Sie sich gerade jetzt? Naja, also ich darf vielleicht sagen, dass ich mit 51 Jahren nun schon mich mit 7 Meilenstiefeln im Herbst des Lebens
nähere, zumindest. ob ich da schon so drin bin, so in den Vordingern, das frage ich mich nochmal. Ich habe nämlich, ganz interessant, ich habe vor 2 Wochen meinen neuen Reisepass abgeholt und der ist gültig bis 2023 und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das möglicherweise der letzte Reisepass ist, den ich abhole. Genau, wie bei jeder Anschaffung, das ist ganz lustig. Ich frage mich, ob ich mir in meinem Leben nochmal ein neues Bett kaufe. Ich glaube nicht. Und das, also die Frage hätte man ja früher eindeutig mit Ja beantwortet. Selbstverständlich kaufe ich mir nochmal ein neues Bett, aber jetzt sind manche Anschaffungen vielleicht auch schon die letzten. Also deswegen Herbst des Lebens ist gar nicht mehr so verkehrt. Na, ich hoffe, dass Sie sich 2023 nochmal einen neuen Pass holen. Vielen Dank, Heinz Strunk. Gerne.